Weiter geht's mit Titanfall 2. Wirkung und Ursachen. Oh, okay. Pilot Major Anderson ist hier. Erkunden Sie die Anlage. Wir treffen uns dann auf der anderen Seite. Alles klar. Lass dich nicht wieder erwischen. Es ist zu ruhig. Es ist zu ruhig. Es könnte ein Hinterhalt sein. Korrekt. Doch ist die Aufklärung auf engem Raum alleinige Aufgabe des Piloten. Oh. Das stimmt, weil ich weniger Krach mache als du. Ich werde die Augen offen halten. Ich halte die Augen auf. Geben Sie Acht. So, was ist das? Alle Teams, die an der Analyse der Lade arbeiten, bitte in den Hörsaal zu General Marders Präsentation. Danke. Was sind wir hier? Im BC-113. Light. Light? Light.00. Lightpoint 00. Na, oh. Mach langsam. Okay, nächste Sequenz. Aber er hat Hammond auf seinem Handy. Wenn er sagt. Krass. Was war das gerade? Was war das denn? In dieser Anlage gibt es Störungen, die einen Riss in der Zeit zu verursachen scheinen. Ich rate zur Vorsicht, bis wir genauere Informationen haben. Alles klar, wünsche mir Glück. Ein Riss in der Zeit? Wie kann das sein? Unbekannt. Tatsächlich sichern wir durch die entschlossene Neutralisierung der Miliztruppen nämlich den Fortbestand der Menschheit auf dem Weg in eine Stadt. Ui. Okay. Also wollten sie hier sozusagen den Fortbestand der Menschen irgendwie schützen. Aber irgendwas ist schiefgegangen. Sonst würde das nicht so aussehen. Kontrollpunkt. Achtung, ID-Karten sind jederzeit sichtbar zu tragen. Dumme Maschine. Melden Sie verdächtige Aktivitäten umgehend dem nächstgelegenen Ausweis. Rache. Jo, was war das? Was zum Henker? Das kann fliegen. Ich will so ein Teil reiten. Okay, da sind Flugzeuge. Boah, das sieht schon krass aus. Leute. Das sieht schon krass aus. Was ist mit den Leuten passiert? Was ist mit den Leuten passiert? Ihre Körper sind ungewöhnlich gealtert. Allerdings gibt es auch Kampfspuren. Hoffentlich lebt Anderson noch. Hoffentlich lebt Anderson noch. Anderson ist ein erfahrener SRS-Pilot. Er hat bereits mehrere verdeckte Missionen im Feindgebiet überlebt. Seltsam. Ich orte in diesem Gebiet Spuren meiner eigenen Datensignatur. Die Störungen scheinen meine Scans zu beeinflussen. Boah, das sieht auf jeden Fall schon mächtig aus. Und ich mag Fliegeviecher. Erinnere mich an Dinos. Pluspunkt für Titanfall. Bitte! Ich dachte schon, jetzt haben wir uns was gebrochen. Ich orte in der gesamten Anlage Spuren einer massiven Energieentladung. Ihre Helmdaten registrieren dasselbe in der anderen Zeitlinie allerdings nicht. Keiner dieser Überreste entspricht Major Andersons Genprofil. Vielleicht lebt er noch. Ich rate zu einer Überprüfung des Empfangsbereichs. Ich würde sie ja begleiten, aber mein Chassis passt leider nicht durch die Tür. Ich geh schon. Jetzt hat mir mein Sold zu verdienen. Jetzt verdiene ich meinen Sold. Im Gegenteil. Sie haben bewiesen, dass Sie weit mehr sind als ein Klasse 3 Schütze. Ich vermute, Anderson zu beeindrucken. Okay, aufpassen, die Viecher sind hier. Na gut, wir müssen da hoch. Aufpassen, hier sind Löwen. Okay, wir müssen den Helm nehmen. Alter, der steckt da ja komplett drin. Warum hat er einen weißen Kopf? BT, ich habe Anderson gefunden. BT, ich habe Anderson gefunden. Er ist in der Decke. Einsatzziel erreicht. Major Anderson getroffen. Er ist tot, BT. Er ist tot, BT. Korrekt. Körpertemperatur beträgt 17 Grad Celsius. Das liegt unter dem Grenzwert für menschliches Leben. Geht nicht, okay. Okay, dann auf zu BT mit dem Helm, ne? Wenn Sie mir den Helm aushändigen, kann ich ihn analysieren. Ja, ich hab ihn.
Durch Andersons Tod geht das Kommando von Spezialeinsatz 217 auf Sie über. Ich gratuliere zu Ihrer Beförderung, Pilot Cooper. Dankeschön. Es folgen Instruktionen, die Anderson von Commander Sarah Briggs von der Miliz SRS erhalten hat. Major Anderson, wir haben vor zwei Wochen einige Funksprüche der IMC abgefangen. Sie haben auf Titan etwas gefunden. Es gab dort eine massive Energieentladung, die Störungen der Zeit ausgelöst hat. Ich möchte, dass die SRS die Anlage inspiziert. Verstanden. Ich werde mich dort umsehen. Das Handgelenkgerät, das wir während Operation Grizzly geborgen haben, müsste Sie schützen. Die IMC hat Kuben Blisk und seine Söldner rekrutiert. Sie sollen dort irgendetwas beschützen. Seien Sie also vorsichtig. Und Anderson, Sie wissen, wie gerne ich Todesberichte schreibe. Also ziehen Sie das nicht alleine durch. Mhm. Die SRS ist ein Team. Die Daten, die Major Anderson gesammelt hat, sind offenbar unvollständig. Wir sind verpflichtet, Einsatz 217 abzuschließen. Ich empfehle, Andersons Handgelenkgerät zu lokalisieren, ehe wir fortfahren. Bitte was? Da war aber nichts. An Andersons Handgelenk war nichts. Dann vermutlich an der anderen Körperhälfte. Ich habe einen Riss im Security-Gebäude entdeckt. Verschaffe Ihnen jetzt Zugang. Ich bleibe hier und scanne diese Struktur. Suchen Sie nach Informationen und dem fehlenden Gerät. Mhm. Schön, vielleicht kannst du nächstes Mal ja mich werfen. Notiert. Das ist sehr geil. Ah, Legende. Dann bist gleich Pity. Oh, krass. Das ist schon cool. Doch. Rucksackladung. Nice. Wir haben C4. Okay. Achtung. Unbefugter Mitarbeiter entdeckt. Automatisiertes Sicherheitssystem. Das gibt's doch nicht. Alles klar. Oh Mann. Morgen. Fuck. Was sind das viele? Yes, es ist Maria und Josa. Alle Feuerkraft und jetzt gib ihm. Schade nach. Tun wir uns den Rest. Suche das Komplex. Nehmen wir das Ding mal mit. Achtung. Nein, nicht schon wieder. Laserfelder mehr. Ach du Scheiße. Lol. Dadurch können wir einfach hier lang laufen. Krass. Überlegt euch mal, so einen Riss in der Zeit gibt's wirklich. Wer weiß, vielleicht gibt's ja sowas, aber. Hui. Kannst Wege gehen, die du vorher nicht gehen konntest? Das wäre schon anders, gell? Das wäre anders. Das würde vieles verändern. Aber irgendwer auf der Welt ist da bestimmt dran. Man sollte es eigentlich, wenn ich es mir so überlege, sollte man es einfach in Ruhe lassen. Um Schaden zu vermeiden. Da ist er. Das Handgelenk. Tut mir leid, Anderson. Alles klar. Hey, nice.
irgendwie um die Zeitreise zu machen. Ich habe einige meiner KI-Funktionen auf das Gerät übertragen, um die Kommunikation trotz Zeitverschiebung aufrechtzuerhalten. Okay. So, jetzt echt aufpassen, wie wir es machen. Und treiben ihn in die Enge. Zusätzliche Laserfelder online. Treiben wir ihn in die Enge. Okay, was haben wir hier? Sieht geleuchtet. Okay. Brauchen wir nicht. Leck mich an der Füße. Lade nach. Kurz regenerieren. Na, ja, Roboter hat gar nichts damit zu tun. Hier ist eine C4. Klar, wir müssen mal hier rüber. Moin! Wir haben den Löwen geholt. Die haben wir ebenfalls. Da ist wieder ein Löwe. Nicht nur einer. Ist noch einer. Gerettet, ne? Das ist nicht voll der Cheat. Kannst dich hier einfach reinstellen. Kannst alle abmurksen in Ruhe. Das ist volles Cheat-System eigentlich. Zack, das ist aber voll geil. Sorry. Ich suche den Komplex. Sicherheitsteam Beta 4, bitte kommen. Beta 4, wie ist Ihre Position? Achtung, hoch da. Jawohl, nice. Benutzen. Und hoch da. Wir müssen hier weg. Wir machen weiter. Alles klar. Der Test muss abgeschlossen werden. Was für ein Test? Ander. Ein Teil von Andersons beschädigtem Protokoll könnte hierfür relevant sein. Aktiviere Wiedergabe. Mhm. Andersons Protokoll 341. Die IMC hat tatsächlich etwas entdeckt. Etwas, das Raum und Zeit falten kann. Sie haben das Ding garantiert nicht gebaut, aber sie reaktivieren es. Was immer sie vorhaben, es könnte eine Katastrophe auslösen. Okay. Anderson out. Krass. Rein theoretisch, wo müssen wir jetzt hin? Machen wir da durch? Okay. Links. Langsam.